Juhu, Legend of Zelda-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Hey, eine Flaschenpost, super. So machen wir uns also auf den Weg zu dem Volk, das von den Zora wohl oder übel abstammen muss. Oh, wir können uns noch mehr Flaschenpost holen. Da hole ich mir doch noch welche. Und suchen jemanden, der gut mit einer Harfe umgehen kann. Mehr heißt dann auch schon so entsprechend. Ja, das ist ja wohl total schwierig. Vielleicht fragen wir mal unsere netten Leute bei den Orni, die haben ja immer von alles eine Ahnung. Auf nach Draconia! Nein, 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 Link wird sich definitiv niemals daran gewöhnen. Ich auch nicht. Oh, da oben sitzt Valo. Hallo, Valo! Ja, der sitzt da oben wahllos auf dem Berg rum. Bling! Hey, da hat ja jemand sogar eine Harfe. Meduli! Oh, Meduli, ich brauche deine Hilfe. Du bist doch die Nachfahrin und du bist doch auch die Weise, die sich um das... Und oh, das Amulett und all das... Oh Gott, ja. Oh, und die Symbole hier und das ist alles schon so ähnlich. Und Meduli, wir brauchen deine Hilfe. Schnell, wir müssen die Welt retten. Oh Gott, hoffentlich bringen wir Meduli damit nicht in Gefahr. Aber sie hat sich ja schon selber sehr als mutig erwiesen. Denn sie hat sich ja auch schon oft freiwillig in Gefahr gebracht. Nur um zu helfen. Okay, wir müssen nach da oben. Kein Problem, kriegen wir hin. Vielleicht können wir sie dann abhalten, unrhythmisch zur Hintergrundmusik zum Hintergrund der Musik hier im Spiel zu trällern. Ist doch teilweise ein wenig verwirrend. Hi, Komoris Vater, tschüss. Ja, ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß, das war der falsche Ausgang. Hi, Komoris Vater, tschüss, Komoris Vater. Ich glaube, wir mussten... Mussten wir hier raus? Ja. Genau hier. Und hepp. Und rüber da. Sie freut sich sowieso, wenn wir ihren Besuch abstatten. Also sie muss ja nur für uns die Tür aufmachen. Ich meine, das kann ja nicht so schwierig sein. Meduli, hi! Oh, sie ist so süß. Link, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Link. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich hätte Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald endlich dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Ich habe da ein Lied für dich. Aber das ist ja ein Taktstock. Willst du mich etwa dirigieren, Link? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Okay, dann versuchen wir das Ganze mal. Das war ja ein bisschen schwieriger vom Takt. Wirklich ein eigenartiges Lied. So merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendetwas. An etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Meduli!
Alles okay, Meduli? Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Link, dank dir bin ich mir meiner Bestimmung als Weis des Terra-Tempels bewusst geworden. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Link, begleite mich zum Terra-Tempel. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Meduline in Erinnerung behält. Oh, armer Komori. Aber die Aufgabe, die Meduline nun zuteil wurde, die ist ziemlich gewichtig und ja, da ist es besser, wir brechen heimlich auf. Ah, oh, ist das niedlich. Meduline sitzt bei uns auf dem Boden. Kann man ein Foto von machen? Nee, schade. Das sieht aber einfach unglaublich drollig aus. So, zum Terra-Tempel. Ja, Meduline, das tut mir jetzt sehr leid, aber wir nehmen dafür eine Abkürzung, die du vielleicht nicht so toll finden wirst. Aber die finden wir alle nicht so toll. Das ist einfach nicht so ein... Das ist schon... Da muss man sich dran gewöhnen. Ah, was ist das denn, Henker? Da habe jetzt aber mir niemand erklärt, dass das passieren würde. Hui! Sagt nicht, dass dir das auch noch gefallen hat. Das ist doch total lustig. Nochmal. Oh mein Gott. Siehst du, Link, andere Leute haben Spaß bei solchen Dingen. Ja, mir wird schlecht davon. Ja, bitte, was kannst du eigentlich? Das ist doch unglaublich. Ich fand das lustig. Oh, ist das deine Heimatinsel? Ja, hier wohne ich. Da muss ich jetzt... Nein, falscher Knopf. Gerade auch nochmal an Land gehen, Meduline. Wartest du hier auf mich? Ja, klar, kein Problem. Ich kann sie nicht fotografieren. Ich will davon ein Erinnerungsfoto haben. Das können wir da mal wegschmeißen. Das wollen wir nicht... Das wollen wir auch nicht wegschmeißen. Das ist eigentlich alle voll important. Die ist eher so unwichtig. So. Das ist so unglaublich niedlich. Oh. Davon möchte ich einfach... Nee, davon möchte ich ein... Da möchte ich ein Selfie von haben. So. So. Wunderschön. Okay. Ich gehe nur kurz zu meiner Oma und hole mir eine Suppe, weil wir vielleicht etwas längeren Tag vor uns haben. Okay, kein Problem. Ich warte hier. Ach, ich gebe vorher noch einen Krebs auf den Kopf. Hier. Schade. Güntherbrühe. Hey. Unsere Nachbarin ist auch mal wieder unterwegs. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Lalala. Da, wir könnten uns eigentlich das Triforce-Teil, was es hier auf dieser Insel gibt, noch holen. Aber da haben wir noch Zeit für. Hey, Oma! Oma, Errol, geht's wieder gut? Link, hast du Hunger? Soll ich dir etwas Suppe in deine Flasche füllen? Ja, bitte. Du bist ehrlich, brav. Du bist lieb, mein Junge. Hier. Omas Suppe! Ja, danke. Die möchte doch so gerne nicht. Wenn sie aufgebraucht ist, komm ruhig wieder her und hol dir mehr. Ich koche sie gerne für dich. Okay, Oma. Übrigens, Errol geht's wieder gut. Oh, das freut mich. Dann, wann kommt sie denn wieder? Oh, ich habe keine Ahnung. Das Piratenschiff ist noch unterwegs. Aber sie hat doch jede Menge neue Freunde gefunden und es geht ihr wirklich gut. Also, zumindest mit Nico wird sie sich sicherlich gut angefreundet haben. Der hat immer lustige Spielchen parat. Okay, ich freue mich darauf, euch beide wiederzusehen. Okay. Tschüss, Oma. Gut, wir haben die Mastersuppe erhalten. Ich meinte, was?
Ja, damit können wir Ganon eigentlich im Alleingang besiegen, weil damit das Masterschwert wieder seine Stärke innewohnt. Ja, das kann unsere Oma. Ist das nicht unglaublich? Ist hier irgendwo Pfeile? Ich fände Pfeile voll stylisch. Nee? Keine Pfeile für mich? Heute leider kein Pfeil für dich. Das ist ja ein Pfeil für Galileo Mystery. Warum gibt's denn hier nichts? Stopp! Oh, wir haben immer hinten mit unserer Magieleiste aufgefüllt. Wir könnten übrigens jetzt das dicke Schwein mitnehmen und hier auf Präludien einige sehr interessante Sachen ausbuddeln lassen. Da wir ja jetzt die Kraftringe haben. Aber ganz ehrlich, wir wollen noch Medulli nicht so lange warten lassen. Die sitzt da auf dem Boot und muss sich mit unserem Leuenkönig unterhalten. Und das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Weißt du, damals, als Link noch klein war, also es war immer unglaublich, was der für verrückte Sachen gebracht hat. Der konnte ja nicht mal richtig... Oh, Wir haben gerade über dich geredet. Ja, das habe ich gehört. So, dann Segel setzen. Und auf geht's. Das ist ja ein schickes Segel. Warum hast denn du ein zwei dabei? Ja, das eine ist für Noobs, das andere ist für Profis. Und du fährst mit dem für Profis? Ja, genau. Das für Profis. Richtig. Okay. Flaschen, was gibt's denn jetzt hier wieder Neues? Der arme Kleine wartet mit seiner Blume. Oh, Komori, du bist so süß. Gibt's sonst noch... Also Inseln gibt's... Ja, das ist die Minecraft-Insel. Was ist das hier? Ein Meerschweinchen. Ach, schön. Immer wieder schön. So. Dann werden wir jetzt noch einmal dieses wunderschöne Lied anstimmen. Es gehört wirklich mit zu den schönsten Liedern im gesamten Spiel. Also die sind einfach... Ach, die ganzen Balladen sind einfach ein Traum. Medulli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Folge also bitte diese Anweisungen. Wenn Link in deiner Nähe ZR drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Was drückt? Wie? Wenn er dich ruft. Okay. Und wenn Link, sagt, dass du stehen bleiben sollst, dann vertraue dich ihm an und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Okay. Und du, Link, wenn Medulli an deiner Seite in dem Tempel nicht mehr weiterkommt, dann spiele mit dem Taktstock das Musikstück, das du im Turm der Götter gelernt hast. Gedankenkontrolle, du weißt schon. Was? Hast du mich verstanden? Ja, na klar. Du beschützt Medulli, Link, und Medulli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg damit haben, dem Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Okay. Link, was meint er mit Gedankenkontrolle? Gar nichts. Das war ein Missverständnis. Okay, gut. Na, dann stimmen wir mal unseren Taktstock an. Schon wieder verkackt. Wow, das ist mal ein machtvolles Lied. Bereit oder nicht, wir kommen, Terra Tempel. Und wieder mal müssen wir voller Vertrauen in ein schwarzes Loch springen. Gut. Medulli zuerst, alles gut da unten? Okay, hinterher. Wow. Ja, sieht doch nett aus. Medulli, wärst du so lieb? Okay, kein Problem. Und Flieg und Sieg, hui. kommst du nach? Ja, Sekunde, ich muss dafür nur fliegen lernen. So, kommst du mit? Oh, die Musik hier drin ist so geil. Didgeridoos ist sowieso der absolute Wahnsinn. Du bleibst mal stehen. Medulli?
Warte. Zurück. Nee. Kann ich ihr sagen, dass sie irgendwie... Ja, sie wird schon stehen bleiben, wenn sie merkt, dass es gefährlich wird. Ich klaue den Schwein jetzt aber erstmal wieder hier ihre... Oh, nee! Schon wieder so ein verrücktes Kind! Mag diesen Job nicht. Ach ja, richtig. Medulli bleibt ja auch stehen. Wenn man zu schnell vorausrennt, dann kommt sie nicht hinterher. Das ist aber ganz gut, weil wir das wollen wir jetzt nämlich zuerst noch ausnutzen. Medulli? Kommst du nochmal? Okay. Vorsicht! Wirf mich nicht irgendwo falsch hin. Du müsstest jetzt, glaube ich, darüber. Okay, Sekunde. Oh, das ist zu weit für mich. Okay, gut. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als den Mann. Nein! Also, das ist ja wohl. Das bringt ja auch nichts. Schweine! Postapokalyptische Schweine! Schlitz! Hast du noch was für mich? Nee, du hast keine Kette mehr, aber du hattest Pfeile. Na komm, greif mich an, ne? Das war dein Popöchen. Heimliche Popöchen. Okay, unsere Pfeile sind wieder ganz gut aufgefüllt. Medulli? Okay. Wir müssen aber definitiv darüber. Link, ich fühle mich zwar etwas unsicher dabei, aber ich werde mein Bestes geben und aus voller Kraft fliegen. Weißt du mir den Weg, wohin ich fliegen soll, werde ich durch wiederholtes und schnelles Drücken von A fliegen. Bitte nimm deinen Taktstock und weise mir den Weg. Okay, das kriegen wir hin. wie war das noch? Sonate des Puppenspielers. Gedankenkontrolle. Ach so, das ist damit gemeint. Ich meine... Okay. Oh, fliegen. Das kriege ich schon hin. Medulli, Heil zur Rettung. Ich hätte mir vielleicht ein Schwert mitnehmen sollen oder etwas in der Art. Naja. Oh. Hey, das war wohl nix. Hopp, muss hier hoch. Zack. Und stelle mich auf den Schalter. Und hopp. Geht er wieder hoch? Der geht wieder hoch. Ist was Ungünstiges. Link, da musst du selber hin. Da kann ich mich nicht drum kümmern. Ich nehme den Schalter da drüben. Okay, kein Problem. Sekunde. Oh, schnell. Wunderbar. Hopp und zack. So. Ich stehe hier. Okay. Link, ich verfüge jetzt über ein wenig mehr Selbstvertrauen. Ich glaube zwar nicht, dass ich dich an hohe Orte tragen kann, aber ich werde mein Bestes geben. Und bitte halte mich über deinen Kopf und spring darauf los. Okay. Ich werde einfach versuchen zu fliegen. Bringst du mich dann darüber zu den Schaltern, zu denen wir hin müssen? Ja, kein Problem. Okay, Vorsicht, los geht's. Zack. Und da haben wir es geschafft. So. Okay, dann machen wir jetzt wieder Puppenspieler-Modus. So, fliegen und darüber. Wir können das Ganze nur in Teamarbeit bestehen. Oh, das müssen wir früh üben. Ups. Zack. Geschafft. Und da ist die Tür offen. Link, warte, ich komm und hol dich ab. Wenn du da runterfällst, dann tust du dir noch weh. Ach, ich habe mir schon öfters den Knöchel gebrochen. Da kommt es auch nicht mehr drauf an. Jo. Siehst du, nichts passiert. Komm mal mit. Okay. Oh. Medulli? Oh nein. Schleimer. Oh nein. Schleimer. Oh nein. Kinders. Nein. Das Spielchen spiele ich nicht mit. Das ist ein schwarzer Schleim. Schwarzer Killer-Gibor-Schleim. Nee. Wo bist du denn? Ja, du bist grünen Schleim. Okay. Kann man den auch normal mit den... Das will ich gar nicht. Okay, kommt ins Licht. Haha. Okay, das Licht mögen die nicht. Das ist gut zu wissen. Da war, glaube ich, irgendwas. Die musste man irgendwo drauf transportieren. Erstmal machen wir das hier frei. Das ist nämlich unser Abkürzungsschalter.
War hier nicht noch ein Schleim? Ich will doch noch ein Schleim. So. Konnte man mit euch irgendwas anfangen? Ist hier irgendwas gewesen? Nein, das wollte ich nicht. Nein. Halt, ich dachte, man kann das hier abbrennen. Ja, man kann das abbrennen. Ich wusste es gleich. Aha. Brenne! 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 So, und euch musste ich, glaube ich, einfach nur zerstören. So. Ja, ja, so war das. Aha, Rätsel gelöst. Das war schwer. Ah. Ich muss nur noch Medulli holen. Tja, wie komme ich jetzt denn hier da mal ran an die Dinger? Ich habe so eine Vermutung. Der Boomerang. Der Boomerang ist dein bester Freund. Doing, ring, doing, doing, doing. Medulli? Medulli! Ist sie denn jetzt hin? Medulli! Na komm schon! Okay! Warum bist du denn nicht mit reingekommen? Ich weiß nicht, da waren plötzlich die Eisenstäbe und ich hab's nicht mehr geschafft rechtzeitig. Lauf doch nicht so schnell! Ja, okay. Okay, da ist sie. Perfekt. So, da war's uns. Ah, wir sehen schon ein weiteres Feature dieses Dungeons. Das wir auch noch bald brauchen werden. Oh. Nett. Eine sehr gruselige Statue. Wo ist denn jetzt schon wieder Medulli hin? Medulli? Wahrscheinlich kommt sie nicht mit, weil hier irgendwo Gegner sind. Huch, was ist das denn? Das Böse. Ah, ich sehe was. Ich kann dann keine Fähigkeiten einsetzen, oder? Da muss man schnell ins Licht. Wo ist denn jetzt Medulli schon wieder hin? Warum kommt die denn nicht mit? Medulli! Darling! Komm mit! Na los! Muss ich dich etwa extra tragen, damit du da durchkommst? Das sieht übrigens immer wunderschön aus. So. Da ist sie ja. Medulli-Mädchen, du musst mir nämlich jetzt helfen. Und zwar... So. Ablegen. Kannst du bitte genau so stehen bleiben? Guck mich bitte nicht an. Bleib einfach so stehen. Nicht mich angucken. Nicht mich angucken. Nein. Böse Medulli. So. Nicht mich angucken. Nein. Böse Medulli. Guck hierher. So ist brav. Hierher. Guck, guck, guck. Medulli hier. So, jetzt gehe ich genau auf die andere Seite und dann müsste es jetzt wieder klappen. So. Schön da bleiben. Na gut, ich dachte, ich könnte das tricksen, aber das Spiel wollte nicht, dass ich trickse. Jetzt muss ich überhaupt überlegen, was muss ich denn überhaupt machen? Da kommen wir noch nicht durch, weil uns ein Schlüssel fehlt. Entschuldigung. Ich lass dich mal hier. Tut mir leid. War da nicht noch was anderes? Oh, Moment, 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 Moment. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen blinder, weil ich das doch alles schon etwas längere Zeit nicht mehr gemacht habe. Ich glaube, wir müssen an diese Schatztruhe daran. Hier. Nein, guck, guck, da, da. Da, da, nee, da. Dahin, da. Gedankenkontrolle. Vielleicht klappt das ja dann wesentlich besser.
mit der Kraft des Lichts. Wuhu, juhu, wuhu. So. Ja, ich erinnere mich wieder langsam, was man in diesem Dungeon alles machen musste. Was ist denn da unten? Oh, sag mir nicht, dass es ein kleiner Schlüssel ist. Doch, es ist ein kleiner Schlüssel. Nein, es ist eine Labyrinthkarte. Na toll. Das bringt mir jetzt so viel. Mrs., kommen Sie mal mit. Wir müssen in den nächsten Raum. So, und jetzt müssen Sie mir hier mal bitte wieder alles erleichtern. So war das jetzt nicht gemeint. Ich wollte nicht, dass du fliegst, Mädchen. Dumm, 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 dumm. Ich bin ja schon sehr froh, dass diese Sonate so extrem einfach ist. Klappt das jetzt? Jawohl! Stopp! Ah, Rätsel gelöst. War da drüben sonst noch was Interessantes? Melody? Kommst du nochmal mit? Okay. So. Warte, Moment, ich kann das. So, dann mache ich mal die Schädel frei. Halt, Sekunde, so. Dankeschön. Das ist ja was Wichtiges bei den Schädeln. Na, jetzt habe ich schon wieder erwischt worden, ihr verdammter Mist. Mal kurz das Licht. Ja, das war extrem wichtig. Das waren Rubine. So, komm mit, Melody. Okay. Lass mich raten. Um die Augen von diesem Monster zu öffnen, brauchen wir beide sowas Leuchtendes. Oh nein. Ein Schädel. Ein Schädel. Die mag ich ja überhaupt nicht. Und noch ein Schädel. So. Melody, du bleibst mal sicherheitshalber hier hinten. Okay. Aha, ich erahne was. Ehe ich hier irgendwelche Gegner pulle, gehe ich mal nach da oben. Denn da, wo Treppen sind, da wollen wir hoch. Oh, ich kann einen Stein verschieben. Lässt das etwa Licht von draußen rein? Ja, wer hätte das denn gedacht? Aber wir sind doch unterirdisch. Wie geht das denn überhaupt? Kommt das ganze Licht her? Leuchtefix. Melody? Meine holde Maid, folge mir. Okay. Lauf doch nicht so schnell. Ich komm kaum hinterher. So. Und wieder einmal die Sonate des Puppenspielers. Okay. So. Mach ich das eigentlich alles richtig? Ja, das ist wunderbar. Besser geht's gar nicht. Okay. Und was haben wir hier? Oh, hier ist der kleine Schlüssel drin. Oh oh, was ist das denn da für eine Kreatur? Komm her. Was bist du denn? Ja, was bist du denn, Mann? Ah, oh, nein, nicht Melody, nein! Finger weg von ihr! Ach ja. Diese Teile sind in diesem Dungeon wirklich unglaublich nervig. Sie wollen uns nämlich immer wieder unsere süße kleine Melody klauen. Das können wir natürlich nicht akzeptieren! Aua, 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 stirb, stirb! Und sie transportieren sie dann immer wieder schön an den Anfangsort und wir müssen sie dann jedes Mal wiederholen. Was wir natürlich nicht wollen. So, Melody, einmal hoch. Okay. Und dann setzen wir dich einmal hier ab. Okay. Ich bleib dann hier, ja? Ja, ja, du musst auf dem Schalter stehen bleiben. Na, das klappt ja super. Gut, das ist ein Raum, in den wir noch nicht rein sollten können, was uns noch nichts bringt. Gehen wir also hier weiter. Und öffnen erstmal den Raum, zu dem wir jetzt den kleinen Schlüssel haben. Ja, ja, ja. Ich liebe die Musik im Hintergrund. Ich liebe sie einfach nur.
Aha, Schleim. Vorsicht, Melody, ich beschütze dich! Ich beschütze dich! Ich bin ein Held! Kommst du mal raus hier! Du ekliger Schleimbatz, du schleimiger Schleim. Ih, das ist ja auch dunkler Schleim. Ich will ja nicht rassistisch sein, aber den mag ich besonders nicht. Stirb! So ein Arsch! Okay. Hey, aber der dunkle Schleim, den kann man versteinern und das kann sehr nützlich sein. Sekunde. Melody, warte mal, ich muss dich mal gerade mitnehmen. Kann man da hoch? Nee, aber ich kann dich da hinwerfen. Okay. Jetzt bist du nämlich in Sicherheit. Und wir schießen uns jetzt einfach mal hier den Weg frei. Sunlight. So, Schleim, dann komm mal mit. Ja, komm, ich bin so kleiner Schleimi-Schleim. Komm, ich kleine Schleimi-Schleimi-Schleim. Ja, komm, schneller. Schleim doch mal ein bisschen schneller hierher. Komm. Ja, komm. Leg doch mal einen Schleim zu. Excellent. So, dann legen wir hier. Nein. Dann legen wir hier ab. Und dich legen wir auch hier ab. Zack. Und da geht die Treppe auf. Wunderbar. Ihr bleibt jetzt bitte schön versteinert da. Weil die bleiben auch nicht ewig versteinert. Das kommen zum Beispiel wieder mehr runter, weil das ja, falls man sie aus Versehen kaputt gemacht hat und so. Nein, runter. Melody, du musst nicht jedes Mal fliegen, wenn wir irgendwo runterspringen. Okay. Greifen. Und. Ihr seht ja das? Da hinten ist einer von den Schleim. Rätsel gelöst. Da ist einer von den Schleimen wieder erwacht. Und deswegen haben wir jetzt auch keine Treppe mehr. Aber wir haben ja die Abkürzung freigeschaltet. Das sieht schon komplizierter aus. Oh nein, da ist schon wieder so ein blödes Vieh. Den mach jetzt zuerst platt. Na komm her! Stopp! Niemand kann dich leiden, aber auch wirklich niemand. Sonnenlicht. Madeline, da ist jetzt wieder mal dein Einsatz gefragt, weil dich kann ich. Du bist zu schwer, aber ich habe doch jetzt schon so. Na gut. Trotz meiner vorhandenen Muckis, ja, klappt das Ganze nicht so wie es soll. Na gut, dann wollen wir halt in die Richtung gucken. So. Dann brechen wir mal dieses Glas mit dem strahlenden Licht der Gerechtigkeit auf. Okay, da hoch kommen wir nicht. Dann brauchen wir das ja wohl auch nicht. Und dann noch hier hin. Leuchti! Was haben wir denn dahinter? Oh, einen Abkürzungspot. Na komm, dann springen wir alles frei. So, und jetzt noch den Elefanten. Oh nein! Knatz! Tara! Ja, das ist süß davon. Schatztruhe. Wie lange muss ich das Schild hier eigentlich noch halten? Nicht mehr lange, Medoli. Wir haben es gleich fertig. Hätte ich da nicht eigentlich schon mit aufhören können? Ich meine, das ist doch schon alles weg. Ach, das macht so schöne Geräusche. Ach nee, keine Lust. Na gut, dann nicht. Tja. Bist du bald fertig? Ja. Du hast ja noch keine Ahnung, was für einen langen Weg wir noch vor uns haben. Allein der letzte Raum hier wird ziemlich hart. Sag das nicht. So, Abkürzungspot ist bereit. Ja, wieder furchtbar übersteuert. Wir werfen Medulli da hoch. Das klappt nicht so. Tut mir leid. Sorry. Nichts passiert, mir geht's gut. Können wir sie hier hochwerfen? Ah, ja, fast. Au! Meine arme Karosserie. Oh. Ah ja. Und. Ah. Truhe aufmachen. Was ist drin? Vielleicht der Kompass? Oder ein Schlüssel? Schrott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Hey, es ist der Kompass. Jetzt weißt du, wo sich in dem Labyrinth die Schätze befinden. Hey. Link, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, solltest du Medulli in dem großen Tempel mal verlieren. Sieh dir in aller Ruhe die Labyrinthkarte an, dann weißt du sofort, wo sich Medulli befindet. Okay. Ja, ich melde mich dann. Ich sag dann immer ab, auf welchem Raum ich... Oh.
Guck mal, zwei Feen. Oh, die sind aber niedlich. Ja, normalerweise nehme ich auch eine davon gefangen. Das ist ja brutal. Schweine! Schweine! Erstmal die Schweine erledigen. Erstmal die Schweine erledigen. Okay. Und den Popo! Oh, ich hasse diese Geister. Die kriegen wir nur mit dem Licht weg. Und um die mit Licht abzufüllen, müssen wir jetzt erstmal Medulin hier sicher durchbringen. So, Medulin? Komm mit. Ah, das sind aber gruselige Kreaturen. Hoch da! Oh, das klappt nicht. Wieso klappt das nicht? Medulin, schnell! Komm hier hoch. Warte ich. Ich pull die mal zu mir rüber. So. Okay, Sekunde. Hopp. Ich hab's gleich. Ich bin gleich drüben. Link, warte. Gleich bin ich da. Zack. So. Okay. Okay, da hätten wir schon mal einer der Geister entzaubert. Komm mit. Komm. Ja, komm her. Ja, komm. Ja. Perfekt. Und damit haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Da brauchen wir noch einen Schlüssel für. Haben wir dann noch einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Medulin? Ja, was denn? Siehst du das da drüben? Die Elefantenstatuen? Okay, ja, warte Sekunde. Und einer. Danke, das reicht schon. Okay. Mann, immer dieser Weg nach oben. Diese Kletterei. So. Sei ein kleiner Schlüssel, sei ein kleiner, du bist ein Glücksamulett. Ja, dann war das wohl noch nicht alles, oder? Nee, ich glaube, unter dir besteht da noch die Möglichkeit. Wo klingt denn jetzt noch hin? Irgendwo noch woanders hin. Warte, ich guck mich mal hier drüben um. Also hier gibt's noch mehr Türen. Okay. Ich glaube nicht, dass wir da schon reinkommen. Okay. Warte, ich hol dich oben ab. Okay. Zack. Schnappen wir uns den kleinen Vogel und fliegen rüber. Oh. Entschuldigung. Kein Problem. So, da kommen wir noch nicht durch, aber da kommen wir durch. Hopp. Oh, sieht ja nett aus. Ja, ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ich gehe einfach mal rein. Hallo, Swag, YOLO. Huch, du liebes Bisschen. X. Was sind das denn für nette Kreaturen? Das scheint euch ja nicht sonderlich zu beeindrucken. Ja, das sind jetzt die, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt aus früheren Zelda-Teilen, aber das sind unsere lieben Freunde, die Zombies. Und die sind ziemlich ätzend. Ich treffe ihn irgendwie nicht. Ich schieße auch die ganze Zeit daneben. Die sind ziemlich ätzend, denn die schreien ganz böse. Kann man die vielleicht damit irgendwie... genau das meine ich! Scheiß Zombie-Mann! X! Das war's? Bist du tot? Stirb doch mal! Dankeschön. Puh. Ich mag die nicht. Nee. Ja, die waren früher viel schlimmer, aber... Oh, ich mag sie nicht, wirklich nicht. Niemand mag sie. Wieso sollte man sie auch mögen? Sie sind grauenvoll, sie sind eklig, sie sind unangenehm, sie machen laute Geräusche und man kriegt alle Träume davon. Lass mich raten, da sind noch mehr. Oh, ein Schlüssel. Sowas. Da war ein Schlüssel im Sarg. Super. So, was ist in dem letzten Sarg da drin? Noch ein Elefant?
Ja, natürlich. Warum dann auch was anderes? Mach mal nicht so einen Lärm, Junge! Das stört die Nachbarn! Da wünsche ich mir Superkräfte, mit denen ich die einfach kaputt leuchten kann, denn die mögen auch kein Licht. Sorry, Medoli, dass du diese grauenvolle Szene mit ansehen musstest. Kein Problem, ich stand ja oben und habe nur zugucken müssen. Ei. Wenn ich dir helfen kann, hätte ich das gemacht, aber hier ist ja nicht mal Licht, das ich benutzen kann. Da hast du auch wieder recht. So, jetzt können wir da durch. Da sind auch keine Monster respawned. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, Medoli, du musst draußen bleiben. Okay. Da stand nämlich dran, Mädchen müssen draußen bleiben. So. Wie nett euch. Hallo, na, Keuli. Ich halte eine Keule. Die ist bestimmt schwer. Ups. Oh ja, die ist schwer. Wie wär's denn mit hier Eispfeilen? Oh, das magst du nicht. Ja, das magst du nicht. Ah, ich muss den Kopf töten. Ha! Verdammt. Ich habe versagt. Ich habe den Kopf nicht getötet. Pum. Aua. Vielleicht sollte ich mich von diesem komischen, tollen, schwingenden Fisch... Das kann ich auch mal! Okay, er hat sich wenig davon beeindruckt gezeigt. Schwing nicht die Keule! Oh, seine Hüfte. Ich habe seine Hüfte erwischt! Ich habe seine Hüfte, jetzt ist der Rest vom Körper dran. Ups! Nein, bleibst du stehen, Kopf! Bleibst du stehen! Witziges... Hey, da sind ja noch mehr von den Gerippen. Super, da freue ich mich drauf. Hey, du hast da deinen Hüftknochen im Kessel vergessen. Hey, wollt ihr nicht in den Sarg zurück? Da ist doch viel kuscheliger als hier draußen. Als wir hier draußen übrigens. Gute Deutsch. Weg. Link, weg. Du, was ist los? Ich verstehe nicht mehr. Oh, scheiße. Halt den Kopf! Schlitz! Okay, den hätten wir schon mal erledigt. Was wo sind denn? Meine Hüften, meine Lenden! Das macht man nicht! Schwitzen! Oh oh! Warum habe ich denn den Bumerang nicht geworfen? Ich hatte den Bumerang gedrückt. Was ist los? Die haben mich einfach auseinandergenommen! So ein verrücktes kleines Kind. Aua, nee, meine Schädelstruktur. Na warte, ich zeige dich. It's not even my final form, Mensch. Hey, was ist denn los? Was ist denn mal los? Was macht ihr immer? Hey, das ist doch voll irritierend. Nee. Oh. Das war's, Junge. Eine große Schatztruhe. Aber ich hole mir jetzt erstmal die kleinen Schätze. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Ohne Keule. Ich wollte immer schon mal eine Keule haben. Hui! Es leuchtet. Es glänzt. Es glitzert. Alles hier drin ist. Was ist das denn? Oh, das sieht ja toll aus. Oh, das ist ja endlich mal ein schönes Schild. Du hast den Spiegelschild gefunden. Mit ihm kannst du Licht bündeln und reflektieren. Drückst du ZR, hältst du ihn vor dich. Mit Hilfe von L bestimmst du die Richtung, in die Lichtstrahlen reflektiert werden sollen. Und da oben ist dieser verrückt guckende Mond. Ich habe so das Gefühl, wir haben eine Aufgabe. Oh. Nein, zück dein Schwert. So, jetzt muss ich nur noch treffen. Treffen. Und schon wird der Halbmond zur Sonne. Ha, haben wir das auch hinter uns gebracht? Medoli, ich kann dir jetzt helfen, gegen diese komischen Kreaturen vorzugehen. Okay, das ist ja super. Ich warte trotzdem erstmal oben. Nee, Medoli, ich bräuchte jetzt gleich deine Hilfe. Weil wir die Viecher da unten ja auch erstmal besiegen müssen. Okay. Dann gehe ich mal vorbei an den Schweinen.
Daneben, du Idiot. So. Dann leuchte ich mal wieder nach unten die Geister an. Da, einer der Geister hat jetzt schon Probleme. Schnell auf ihn mit dem Gebrüll. Okay, okay. Au. Ja, ihr Schweine. Hammerangriff! Das hat nichts genützt. Aber ein Schwein nicht mal mit dem Hammer plätten. Aua! Na warte! Stirb, du Sau! Hey, hi. Magst du herkommen? Magst du nicht? Oh, X. Wo war denn hier der Sonnenstrahl? Da war doch der Lichtstrahl. Ja, wunderbar. Wo ist er hin? Haben wir ihn kaputt gemacht? Ich glaube, wir haben den Geist kaputt gemacht. Ups. So, dann müssen wir mit Melody nochmal zusammenarbeiten. Okay, kein Problem. Ich leuchte nochmal nach da vorne. So. Weil dann scheren wir uns mal den Lichtstrahl. Hep. Und öffnen dieses Versteck. Juhu. Brauchen noch mehr Lichtstrahlen darüber. Der alleine reicht nicht. Können wir nicht irgendwas mitnehmen, was noch Licht macht? Haben wir da nicht irgendwas? Weil hier muss nochmal Licht gemacht werden. Da muss nochmal Licht gemacht werden. Ach, hier ist noch was. Okay. Kein Problem. Machen wir hier den Elefanten kaputt. Stellen uns hier hin. Und Medulli, ich brauche wieder deine Hilfe. Okay, komm mal gleich. Sekunde. Da bin ich. Wups. Medulli ist zur Stelle. Medulli rettet den Tag. So. Ah, ich treffe dich nicht richtig. Na, dann gehe ich eben einen Schritt weiter nach vorne. So. Und damit haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Gleich so viele. Rupee, 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 Rupees. So, Medulli, komm mit. Okay. Oh, wo geht's denn hier lang? Das sieht aber nicht sehr einladend aus. Ja, wir haben eine Abkürzung gefunden. Hups. Okay, das bedeutet, wir können hier weiter? Ja, wir haben doch jetzt beide unsere Lichtschilde. Kein Problem. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part bei The Legend of Zelda The Wind Waker. Und wir sehen uns bis dahin. Bis zum nächsten Mal.